Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forest. Ich bin's, euer Max Deus. Und wir müssen heute weiter leider bauen. Ich glaube, die 100. Baufolge ist das schon. Und ja. Bisschen Holz haben wir schon gesammelt gehabt, so bis dann der Thrombosen-Jonas kam und uns bisschen die Zeit gestohlen hat. Vor allem, wie kommt es, dass die auf einmal hier bei mir das am Spawnen sind? Oder liegt es daran, dass die Bescheid wissen, dass ich jetzt hier am Hausieren bin, hier die meiste Zeit verbringe und wollen mich damit nur einschüchtern oder so? Könnte ich mir auch gut vorstellen, dass die sowas checken. So, wir nehmen aber erstmal noch ganz schnell die 10 Holz, die hier sind. Stöcker, meinte ich. Und gehen dann jetzt damit schnell hoch. Hallo? Und dann machen wir den hier fertig. Und den. Na, aber echt, die erste Rüstung, die glaube ich dran geglaubt hatte, war tatsächlich die Echsenrüstung hier. Die Echsenhautrüstung. Die war irgendwie am schnellsten weg. So, wie viel schaffen wir dieses Mal? Ich hoffe, wir werden heute noch fertig in der heutigen Aufnahme damit. Ach nö. Digga. Mach mein Boot nicht kaputt. Boah. Abloch. Ich hoffe, ihr ertränkt. Ja, kommt der schon wieder hier an? Auch noch auf meiner Insel. Egal, wieder so viel Zeit geht hier jetzt wieder flöten wegen denen. Ja.
Ja, kann doch nicht sein. Oder auf meiner Insel baut er sich hier zusammen. Oh! Überrascht er mich jetzt sogar noch von hinten. Wo ist denn der? Hier ist ein Monster, ey. Aber echt, wie kommt er hier hin? Ja. Ich hab Schnauze voll. Komm hinterher, versuch's. Ich will sehen, wie du jetzt hinterherkommst. Der müsste doch unter Wasser drauf gehen, oder nicht? Ey, hi, du bist ja da. Kannst du dich mal um das Monster da unten kümmern? Aber du dich mal ums Würstchen. Komm. Digga, der überlebt einfach unter Wasser. Aber wir haben keine Wahl, wir müssen jetzt ins Festland. Denn da hinten, da nimmt er uns auseinander. Hier geht der mir auf den Sack hier jetzt. Aber ich finde schon krass, wie oft der jetzt eigentlich hier vorgekommen ist. Ist jetzt ein zweites Mal bei uns. Ich kämpfe jetzt ein zweites Mal gegen den. Komm, Würstchen. Komm, kämpfen. Ich hab hier ein bisschen was für dich. Ja. Aber krass, dass die Würstchen hier unter Wasser überleben können. Sind, glaube ich, die einzigen, die unter Wasser überleben können. Haben wir davon auch Mutantenrüstung? Ne, Knochen. Wir kriegen hier Knochen.
Wo ist der hin? Komm her, Würstchen. Ja. Hat kein Knochen. Was ist das? Wieder dafür habe ich die Lebenszeit jetzt verschwendet. Mir jetzt egal, ich hole mir jetzt eine Schildkröte. Ich habe kein Fleisch mehr. Die müssen auch hier. Da kommen sie schon. Und das hat mir gerade ganz und gar nicht gefallen, dass die hier auf meiner Insel aufgetaucht sind. Beziehungsweise das große Viech, dieses Würmchenviech. Aber ich glaube, ein großer von dem ist unter Wasser jetzt verreckt. Ich glaube, das Hauptstück von dem. Und der hat mir auch jetzt übelst zugerichtet. Und nicht einmal Mutantenrüstung haben wir dafür bekommen. Nur ein paar Knochen. Das ist jetzt richtig übel, finde ich. Aber eine echte Frechheit, dass die auf meine Insel gekommen sind. Aber wie konnte es sein, dass der auf einmal hier aufgetaucht ist? Hier ist ja im Grunde nichts. Kann es sein, dass der hier gekommen ist? Hier noch Muni? Schade. Schade, schade. Das Ding ist gleich fertig. Wie viel brauchen wir noch? 17. Oh, ich hoffe, wir haben 17. So. Oh, wieder am Gewittern. Nice. Wir haben das Ding fertig. Aber die 6 bauen wir da schon mal ein. Und sobald wir die 6 da haben, so, machen wir eben was Schnelles zu essen und dann schauen wir uns das oben mal an. So. Heute wieder leckere Schildkröte. Hatten wir lange nicht mehr gehabt. Das Ding ist fertig. Mal Feuer anfachen, nicht dass es gleich ausgeht wegen dem Regen. Ja.
und dann gehen wir das hier mal hoch. Ja, ist definitiv schief gebaut. Oh, wir können hier Farbe wechseln. Ich finde, das gehört zu unserem roten. Also machen wir den auch rot. Dass er zusammengehört. Jo. Ja. Geht noch ein Stück hoch. Alter. Ja. Wir sind immer noch nicht ganz oben. Obwohl, hier sieht schon aus, als würden wir dem Ende kommen. Ja, einfach. Wahnsinn. Einfach der Wahnsinn. Ja, so sieht unsere Hütte aus, auf jeden Fall. Von oben gesehen. Ja, okay, Wetter ist spricht nicht gerade an, aber hier runterspringen würde ich nicht. Na du, Piepmatz? Aber wir können daraus schauen, ob wir vielleicht einen Leuchtturm bauen können. Leuchtfeuer. 20 Blätter, 10 Stöcker, 5 Holz. Okay, darauf können wir nicht bauen, aber hier. Hier könnten wir ein Leuchtfeuer machen. Für 5 Holz und 10 Stöcker. Nice. Oh, ein Regenbogen. Zieht euch das mal rein. Einfach mal diese Aussicht. Boah, wenn wir so ein Ding noch da oben bauen würden. Legendenstatus. Boah, ich würde jetzt zu gerne speichern und einfach runterspringen. Dafür müssen wir erstmal ins Bett, um zu speichern. Das heißt, wir müssen erstmal so runter. Aber das wird hier ein Leuchtfeuer geben. Boah, ist aber auch ein ewiger Weg nach unten. 40 Stöcke und 47 Baumstämme. Ey. Das heißt, nur noch einmal hin und wieder zurück. Eine Ladung voll machen. Und wir haben's. Dach ist dann geritzt. Okay, Stöcker nicht, aber. Aber was Baumstämme angeht. Ja. Oh, legen wir da wieder fest. Da ist wieder der Hai. Ich frage mich, was der Hai jetzt von mir will. Wir haben auch kaum noch Knochenrüstung oder sonst was in Rüstung an. Das heißt, wir müssen jetzt das, was wir auf dem Gestell da oben haben, ja, wieder anziehen, sagen wir mal so. Weil wir haben ja hier noch jede Menge Knochen.
Kann ich mehr Knochen tragen? Okay. Dann nehmen wir das hier mal wieder auf uns. Jo, Knochenrüstung wieder voll. Aber wir wollen ja wieder. Knochenrüstung auch jede Menge auf Vorrat haben. Da können wir wieder nicht sammeln. Okay. Ach, wir haben nichts mehr an Knochen hier. Okay. Können wir hier wieder drauf packen. So. Okay. C, C, C. Haben wir auch nichts mehr. Okay, schade. Aber wir können ja noch eben die Lampen machen. Warte, wo waren die denn? Noch ein Lampen, Schädellampen. Machen wir. Den drehen wir. Nee, der soll bitte hier sein. Ja, passt. Haben wir hier schon mal einen? Dann machen wir hier auch noch mal einen. So. Drehen den noch ein bisschen. Ja. Hat schon was Kuscheliges. So, dann wollen wir hier. Bisschen zu weit. So. Ja. Und hier auch noch mal. Rausgeht, wir kommen da ran. Ja, näher komme ich jetzt da auch nicht dran. Schade. So, dann haben wir hier schon mal vier Knochenlampen, Schädellampen wieder hin. Und ja. Das heißt, eine Folge noch, wenn nichts passiert. Und dann sind wir fertig mit Bauen. Ich lege mich hier mal wieder schlafen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Ich mache jetzt ein kleines Päuschen und wir sehen uns morgen wieder. Ciao.